Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mein Name ist Cherkin. Ich mache wieder ein Haarschnitt-Tutorial für euch. Heute wird es eine Frisur, in dem das Haar am Oberkopf mehr Struktur bekommt. Und an den Seiten kreiere ich ein Fade. Was sonst? So als 200-Abo-Special. Mein heutiges Modell ist der Lino. Grüße gehen an der Stelle raus. Wenn ihr Interesse an Musik habt, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. So kommt ihr auf Linos Kanal. Und wie immer geht es nach dem Intro weiter. Cherkin Barber, he's so fresh, bringing dope men's hairstyles, new products unboxing, you gotta check it out right now, Clippers with the black glove, Cherkin Barber, what's up, ey. So, da sind wir wieder. Erstmal sorry, ich hatte eigentlich an der Vorderkopfpartie angefangen, nur leider vergessen aufzunehmen. Ich kürze ihn erstmal das gesamte Haar am Oberkopf ein, dabei schneide ich sehr wenig ab, maximal einen halben Zentimeter. Jetzt verwende ich meinen Kamm und Rasiermesser. Ich schneide bzw. ich lasse das Rasiermesser immer in Kammrichtung gleiten, ohne fest einzudrücken. Hier braucht man eine sehr ruhige Hand. Durch diese Technik bekomme ich eine super Struktur ins Haar. Das Ergebnis seht ihr gleich beim Föhnen. Ich föhne das Haar jetzt trocken, da ich meistens im trockenen Haar fade. Und ihr seht gleich, wie das Haar fällt durch die vorhin angewendete Technik. So, jetzt nehme ich erstmal die Haarlänge an den Seiten ab. Ich habe hierbei den 4,5 mm Aufsatz eingesetzt. Dabei hebe ich den Clipper immer weiter an, umso höher ich damit fahre. In diesem Schritt ziehe ich die erste Guideline mit Hilfe des Wall-Detailers. Auch hier setze ich die Form der Guideline in einem leichten Bogen. Dabei beachte ich, dass die Seitenpartien nicht so hoch verlaufen wie die Hinterkopfpartie. Die gesamte Guideline sollte trotzdem in einem leichten Bogen zusammenkommen. Und wenn ich damit fertig bin, rasiere ich die Haare unter der Guideline einfach weg. Jetzt verwende ich den Endes Profold Shaver. Damit rasiere ich an der natürlichen Kontur entlang, da der Shaver kürzer rasiert als der Detailer. So erzeuge ich einen besseren Verlauf im Fade. In diesem Schritt nutze ich wieder meinen Wall-Taper Cordless, um meine zweite Guideline zu schneiden. Dabei gehe ich mit der Bogenform der ersten Guideline wieder mit. Den Hebel des Clippers habe ich hierbei auf Lever Open. Im nächsten Schritt habe ich einen 3 mm Aufsatz eingeklickt. Der Hebel meines Clippers ist immer noch auf Lever Open. Damit fahre ich von der neuen Guideline wieder ein Stück hoch. Ich nutze einen Schneidekamm zur Hilfe, um seine Haare immer wieder in Position zu kämmen. Jetzt stelle ich den Hebel des Clippers auf Lever Close, um diese gezeigte Linie im Fade noch ein wenig abzuschwächen. Hier schneide ich wirklich nur an der Linie entlang, um keine neue Kante im Fade zu schneiden. Jetzt habe ich den 1,5 mm Aufsatz drauf. Und den Hebel stelle ich auf Lever Open und fahre damit nochmal auf der Linie entlang, um sie komplett zu verblenden.
Ich stelle den Hebel jetzt nochmal auf Halfway und mache das Ganze nochmal. So Freunde, ich nehme jetzt meine, nennen wir sie mal Fade-Bürste und bürste einmal komplett um den ganzen Fade. Da abgeschnittene Haare euer Verlauf im Fade verfälschen können, seht ihr so viel besser eventuelle Unebenheiten. In dem Schritt verblende ich die erste Guideline, die ich mit dem Wall Detailer gesetzt habe. Der Hebel des Clippers muss dabei auf Lever Close gestellt sein. Wenn ihr euch mit dem ganzen Blade nicht traut, die Linie zu verblenden, so könnt ihr euch auch mit den Ecken des Blades vortasten. Ich nehme nochmal den 1,5 mm Aufsatz und lasse den Hebel auf Close und fahre ganz leicht nochmal auf der ersten Guideline entlang. Ich schneide jetzt mit der Blattschere über den Fade, um alles miteinander zu verbinden und alle Kanten wegzuschneiden. Auch die Modellierschere kommt zum Einsatz, damit schneide ich den Fade noch weicher und Unebenheiten werden im Schattenverlauf noch behoben. Jetzt ziehe ich seine Konturen mit dem Wall Detailer vor, was ich dann im Anschluss nochmal sauber mit dem Rasiermesser nachziehe. Zum Styling verwende ich das Boost Powder von American Crew. Ich finde, dass es einen echt guten Halt gibt und es erzeugt einen super natürlich matten Look. Auch Leute, die dünnes, kraftloses Haar haben, dem würde ich das Produkt nur empfehlen, da es dem Haar Volumen verleiht. Ach ja, ich blende euch nochmal ein, wie das Ganze vorher aussah, für einen besseren Vorher-Nachher-Effekt. Und das ist das Ergebnis, Freunde. Ich hoffe, der Haarschnitt gefällt euch. Wenn ja, dann lasst es mich wissen, indem ihr mir ein Like oder Kommentar hinterlasst. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So seid ihr auf der sicheren Seite. Und ich wollte euch allen nochmal Danke sagen. Wir haben die 200 Abos geknackt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und ich würde sagen, bis bald und wir sehen uns zu einem weiteren Video von mir. Jerkin Barber, he's so fresh. Jerkin Barber, what's up, ey?